Also, mal eben eine kurze Zwischeninfo. Ich weiß jetzt, warum ich mit ihm überhaupt nicht zurückgehen kann und hier auch nichts anklicken kann. Ich wollte nämlich das Spiel zwischendurch speichern. Hier steht aber, das ist nicht möglich, wenn ein Sim den Löffel abgibt. Das Problem, weshalb ich mit ihm jetzt nirgendwo mehr hinkomme, ist vermutlich, dass sie sich jetzt alle um ihn herum versammeln, der Typ hier am Sterben ist und ja, der Sensenmann total verbuggt ist und den einfach nicht mitnehmen will. Das ist der Grund, weshalb ich wiederum jetzt nicht aus diesem Bereich rauskomme. Was natürlich ziemlich mies ist. Wieso hat sich meine Hygiene jetzt nicht verbessert? Ich wollte doch eigentlich ins Wasser gehen. Warum bist du jetzt hier Strandborgen am Basteln, Junge? Ja, das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt rausgehe, ist natürlich jetzt alles, was ich bisher erreicht habe seit dem letzten Speichern, dahin. Was natürlich sehr nervig ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ich kann jetzt natürlich auch nichts machen. Ich kann jetzt den auch nicht anklicken oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das Spiel jetzt leider hier beenden. Ja, ich hatte sowas ehrlich gesagt noch nicht. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte es auch noch nicht, dass der Sensenmann gebuggt hat. Von daher, oh, ich wusste es, der Typ ist ein Meermann. Irgendwie habe ich das geahnt eben. Ja, also es tut mir leid, Leute. Ich muss leider ich muss leider für diesen Moment erstmal hier dieses Video beenden. Dann schaue ich, dass ich rausgehe. Und zur Not werde ich dann nochmal die Fertigkeiten soweit wieder auf leveln müssen. Also er war ja eigentlich auf Level 3. Das hat er zum Beispiel. Ach nee, das war ja nur, dass er das erreichen muss. Ich werde ihn dann auf Level 3 der Angelfähigkeiten machen und ich werde dann die Gitarre wahrscheinlich nochmal aufleveln müssen. Es tut mir wirklich leid. Mich nervt das jetzt gerade auch ehrlich gesagt tierisch, aber ich kann leider nichts dagegen tun. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ja, ich habe jetzt soweit das meiste wieder nachgespielt. Jetzt sind sogar ganz viele Nachbarn vorbeigekommen und ich habe gesehen, die haben ein Kalua-Schwein mitgebracht. Das ist von Mele. Ich kann es gerade nicht lesen. Kahananui hergestellt worden. Und ja, anscheinend sind hier alle begeistert darüber. Ich denke mal, dass das so eine Art heimische Spezialität ist oder sowas. Oder muss man dringend das Katzenklo säubern hier. Ah, ich dachte, die Katze fängt schon wieder an, hier dran rumzukratzen. Ich bin allerdings gerade ein bisschen paranoid. Ich speichere mal kurz zwischendurch, weil ich doch jetzt so einiges noch gemacht habe. Wir sind zwar noch nicht ganz durch, also die Gitarrenfähigkeit hat der Ben noch nicht hundertprozentig verbessert. Das könnte er jetzt mal eben machen nach dem Essen. Oh, ist das süß mit den beiden. Die sind sowieso total süß irgendwie. Ich meine, gut, die sind verheiratet, die sind frisch verliebt. Aber wirklich sehr, sehr süß. Das ist übrigens wichtig hier, das Trinken, weil sie dadurch nicht austrocknet. Sie ist ja Meerjungfrau und sie braucht immer Wasser um sich rum. Habe ich festgestellt. Oder ist irgendwas? Nee, da ist Ach so, oh Gott, ich weiß, was das war. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas vergammelt gewesen, aber nee. Stimmt gar nicht. Er hat gerade einen fahren lassen. Ich habe es leider auch zu spät gecheckt. Das ist richtig eklig. Okay, wir freuen uns noch ein bisschen mehr mit der Leila an. So, kriegen wir das hin, davon noch ein Bild zu machen? Ach, die gehen jetzt schon alle nach und nach. Das ist aber nicht nett. Sie soll noch nicht gehen. Misty Prada. Ukinek. Yeah. So, jetzt können wir auch weiter mit ihr reden. Weil ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass das noch unsere beste Freundin wird. Und da müssen wir natürlich auch etwas für tun. Glaive Narza. Oh, Kimba.
So, ich glaube, wir sind jetzt, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Warteschlange ist nämlich bald voll. So, was macht er denn jetzt? Er macht jetzt aber nur ein Nickerchen hier, ne? Er kann auch gar nicht hier schlafen. Er soll mal schön in seinem Bett schlafen und kein Nickerchen auf der Couch machen. Weil die Couch ist sehr... Oh, die Arme. Moment. Oh, süße. Der Jake kümmert sich um dich. Ja. Schätzelein. Oberoi. Janelle. Hallo. Ich glaube, die will gar nicht, dass der Jake sich um die kümmert. Was ist das denn? Na gut. Okay, ich würde sagen, ich speichere jetzt nochmal ganz schnell ab. So, nur zur Sicherheit. Und, ach so, Moment, oder muss ich zur Arbeit? Nee, in 9 Stunden erst. Und werde dann, ja, die Sache mit der Katze einfach mal sein lassen. Und werde dann herumreisen. Jetzt kommt die Katze zurück, jetzt wo ich gerade abhaue. Jetzt kann die Katze mich auch mal. So, ich werde nämlich jetzt nochmal zu dem Strand zurückreisen. Ich habe zum Glück jetzt den Stand vorher gespeichert. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen paranoid. Nicht, dass der Typ jetzt nochmal abfregelt und ich kann hier nichts mehr machen oder so. Das wäre nämlich jetzt richtig scheiße. So, das kann ich, glaube ich, jetzt doch präparieren kann ich schon, aber ich kann den Köder noch nicht reintun. Ja klar, wir haben natürlich jetzt noch nichts geangelt. Das wiederum ist natürlich jetzt doof. Oh, Nachtangeln. Sehr schön. So, ich werde das mal ein bisschen schneller weiterlaufen lassen, obwohl der muss sehr früh aufstehen, ne? Mal schauen. Vielleicht kriegt er es aber auch noch hin, seine Angelfähigkeit in der Zeit ein bisschen zu erhöhen. Noch hat er Energie. Einen Zackenbarsch hat er jetzt gefangen. Jetzt hat er natürlich andere Fische drin, als er vorhin eigentlich gefangen hätte. Was ein bisschen doof ist, zugegeben, aber naja, was soll man machen, ne? Wenn das Spiel verbuggt ist, ist das Spiel verbuggt. Ich kann ja den Speicherstand so gesehen leider nicht mehr herstellen. Gewicht 2,47 Kilo, Wert von 10 Simoleons, was natürlich nicht allzu viel ist. Aber das ist cool. Moment, da war gerade irgendwas. Ah, ich muss 5 Fische fangen und an 3 verschiedenen Orten angeln. Okay, also ich kenne jetzt bisher nur diese eine Angelstelle. Aber es muss dann ja noch weitere geben. Da gucken wir auf jeden Fall auch nach. Ein Guppy haben wir auch gefangen. Das ist doch schön. Das wäre dann der 4. Fisch, genau. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir 5 Fische geangelt. Aber wieso steht jetzt hier nicht zumindest an 3 verschiedenen Orten? Wieso steht hier nicht zumindest 1 von 3 drin? Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Wir müssten jetzt mal so langsam... Ja, in 2 Stunden muss er schon wieder zur Arbeit. Das ist gar nicht gut. Wir müssen mal ganz schnell mit ihm wieder nach Hause. Ah, Moment. Level 3 der Angelfähigkeit erreicht. Yay! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das machen wir mal alles weg hier. Nein, nein, nein. Ups. Du sollst nicht mehr angeln gehen, du sollst jetzt nach Hause gehen, Junge. Ganz schnell, zackig. Du sollst dich noch schnell was hinlegen, bevor du zur Arbeit musst. Das Problem ist, dass das natürlich jetzt wahnsinnig lange dauert, bis er jetzt überhaupt zur Arbeit geht. Aber wenn ich mit ihm jetzt ein Nickerchen machen würde, wäre das jetzt auch nicht so dolle. Das wäre cool. Ich kann mal noch einsammeln, aber da haben wir jetzt leider keine Zeit zu. Was machst du denn hier? Willst du jetzt den ganzen Weg... Jake hat soeben Folgendes gefangen. Teil für die Küche. Okay. Und ein Papageienfisch hat er vorhin gefangen. Okay. Also ich glaube, er will jetzt irgendwie zu Fuß nach Hause joggen, so wie das auch sieht. Ich meine, gut, okay, es wird jetzt wahrscheinlich auch kein Auto da auf der Insel geben. Das muss man ja jetzt auch dazu sagen. So, er soll sich jetzt noch... Nein, du sollst kein Baby machen, du sollst schlafen. Was hat der Kerl immer mit dem Baby? Ich weiß es nicht. So, ich werde jetzt ganz... nochmal auf Sicherheit gehen, weil ich jetzt diesen Stand habe mit diesen Angeln. So, und dann schauen wir mal eben, was ist denn mit ihm? Muss er... Er muss in 13 Stunden... Okay, er hat ein bisschen Hunger. Dann soll er erstmal was essen und danach soll er dann noch was üben.
Nein, nein, das ist schon. Hallo, das ist schon okay, wenn du was isst. Was macht er denn jetzt? Ja, ist okay. Üb trotzdem was. Da, hallo. Da. So, und du kannst dich mal darum kümmern, hier ein bisschen aufzuräumen. Das geht ja gar nicht. So, Katzenklo ist noch sauber. Das ist gut. Oh, wir haben genau 500 Simoleons. Ich hatte eben, glaube ich, sogar noch mehr, ne? Kann das sein? Dann ist irgendwas abgezogen worden. Dann haben die bestimmt Essen gemacht oder irgendwas. Dann schauen wir aber mal eben. Aber ich glaube, das Ding ist sauteuer. Nee, das steht dann ja unter Bad. 400. Okay, ich hätte schon gerne ein selbstreinigendes Katzenklo, bin ich ganz ehrlich. Aber 400 ist echt wahnsinnig teuer. Ich musste jetzt auch gerade schon 2 Tage hier spielen, glaube ich, bis ich das Geld hatte. Ich guck mal eben wegen Bücherregal, weil das wollten wir ja auch noch haben. Die sind nicht so teuer. Gut, dann kann er sich nämlich auch was mit Bücher übers Angeln oder so holen. Gut, das ist eins für 300, das sieht jetzt nicht so dolle aus. Die sehen jetzt alle nicht so dolle aus. Wobei, das geht eigentlich noch. Das ist auch 300. Oh, das ist sehr hoch. Das ist vielleicht nicht so cool. Das war ja auch knapp 300. Das könnte man, aber das ist sehr klein. Also wer hat denn bitte so wenig Bücher? Das wäre jetzt schon wieder 400. Gut, die anderen sind jetzt so teuer. Buchstation. Also ich würde trotzdem sagen, wir fangen jetzt erstmal klein an. Ja, braun. Braun mit Gelb sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, es ist ja nur für einen Übergang, Leute. Es sieht halt nicht so schön aus, aber es ist ja wirklich nur für einen Übergang. Wir stellen das jetzt erstmal hier hin. Oh Gott, da ist jetzt so viel Geld bei drauf gegangen. Ach so, Moment, ich muss ja wieder wechseln. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil dann kann sie sich nämlich alles raussuchen, was sie lesen kann. Sie könnte so viel machen. Ja gut, sie kann jetzt natürlich nicht so viel. Sie bräuchte jetzt eigentlich ein gutes Buch. Bücher kaufen. Haben wir denn irgendwas, was wir gerne machen würden mit ihr? Eigentlich nicht. Also würde ich normalerweise sagen, dass wir auf jeden Fall ein Angelbuch kaufen. Gibt es denn auch eins über Musik? Ich denke mal schon, oder? Der Herr der Schaukeln. Die Blasspiele. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 30 Sims sind in einer riesigen Villa ohne Toiletten eingesperrt. Wer schafft es, sich nicht das zu machen? Okay. Die innere Heilkraft. Über die erfolgreiche Heilung eines Schnupfens ohne die Hilfsmittel der modernen Medizin. Kann man da irgendwas über Geister oder so? Nicht Geister. Ja, doch, Geister sind es ja im Endeffekt. Kann man auch nichts von holen, glaube ich, ne? Geige, Moment. Gitarre, oh, sehr schön. Aber auch sehr teuer, wenn ich jetzt beides hole. Aber ich würde, obwohl, ja, Gitarre kann er ja auch spielen. Dann kann er das nämlich hier mal, weil da muss ich wegen dem Angeln nicht immer rüber. Das ist schon ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, wenn ich dann immer rüber gehe. Klar, der muss natürlich auch angeln, obwohl, naja, andererseits, er angelt ja auch die Fische. Also eigentlich bräuchte man das schon. Aber vielleicht angelt er besser, wenn ich mir ein Angelbuch hole. Das kann natürlich sein. Dann könnte er zwischendurch auch mal ein bisschen lesen. Hieße aber gleichzeitig, vielleicht spielt er besser, wenn er ein Buch über Gitarre spielen hat. Oh Gott, dann habe ich nur noch 50. Ich hoffe, irgendjemand geht noch arbeiten. Gut, die Bücher sind jetzt erstmal gekauft. Er schläft sowieso gerade noch. Jetzt mal eben schauen. Nee, sie hat ja keine Karriere. Beginnt in 12 Stunden. Und was ist mit ihm? Zeit für die Arbeit. Oh, du Trottel, du verschläfst die Arbeit. Zackig, los schnell.
Beeil dich! Die pennt hier einfach, das gibt es doch nicht. So, unwohl. Er darf ja auch gerne etwas essen. Das ist schön. Ein Mann, der im Haushalt hilft. Sieht man leider sehr selten. Kenne ich leider auch nicht. So, Morgana. Mach das Ding mal sauber und reparier das Ding mal. Und dann säuber hier den Rest auch mal. Das kann ja nicht sein, dass das hier alles aussieht wie im letzten Schlachtfeld. Ach, da war noch eine Stunde. Mist, da hätten sie jetzt auch was von essen können. Ah, anstatt den Joghurt zu essen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte den Schrank vielleicht auf die andere Seite machen sollen, aber egal. So, sauber haben wir das Ganze schon mal. Sehr schön. Ist jetzt die Frage, ob du das auch hinbekommst, das Ganze jetzt wieder zu reparieren. Aber ich bin guter Dinge. Du wirst das bestimmt schaffen. Wir könnten ja... aber das ist auch blöd, wenn sie jetzt, obwohl wenn sie einen Job hat, könnten wir theoretisch mit den anderen eigentlich auch was machen. Wie sieht es denn mit den Arbeitszeiten aus? Da müssen wir gleich mal eben gucken. So. Ich muss das hier nochmal ein bisschen... genau, ein bisschen schneller machen. Oh, sie hat ein Tuning-Teil sogar erhalten. Das ist ja cool. Hallo, guckst du mal nach Jobs? Sehr schön. So, durchschnittliche Bezahlung pro Auftritt. Könnte sie natürlich auch machen. Also wenn sie zwischendurch immer mal einen Auftritt bekommt, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, sie ist charismatisch mittlerweile. Müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Ja, Wissenschaftlerin, Ärztin und so weiter. Das ist, ach Moment, Entertainerin. Ja, das wäre jetzt eigentlich für sie ganz cool. Aber ich gebe zu, die Arbeitszeiten sind sehr lang. Selbstständig. Digitale Künstlerin, Programmiererin, Schriftstellerin. Sei dein eigener Chef. Hört sich gut an, nicht wahr? Wenn du sowohl deine Selbstdisziplin als auch Entschlossenheit verfügst, ist eine berufliche Karriere vielleicht genau das Richtige. Okay, aber ich weiß auch nicht, was man da jetzt verdienen würde. Also, ja, lassen wir erstmal. Oh, Geheimagentin kann man auch werden. Das ist ja mal cool. Da ist sie auch nur halbtags beschäftigt. Buchhalterin der Agentur dann als erstes, okay. Kritikerin. Kritikerin ist vielleicht nicht schlecht, weil sie da nur 5 Stunden täglich arbeitet. Das wäre, und sie verdient eigentlich gar nicht mal so schlecht. Malerin ist wieder. Soziale Medien. Na gut, das wären auch 6 Stunden. Verdient sie allerdings wesentlich weniger mit. Ach, Stilbeeinflusserin. Ah, ich glaube, das ist jetzt durch das neue Add-on gekommen. Ich habe nämlich jetzt Großstadtleben zugelegt. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, dass Morgana sich jetzt als Umweltschützerin bewirbt. Dann hat sie 2 Tage die Woche frei. Verdient allerdings auch nicht so viel. Aber sie ist ja sehr umweltverbunden. Veränderungen werden nicht über Nacht passieren, aber bleibt dran. Berufszweig Umweltbeauftragte und Meeresbiologin. Oh, Meeresbiologin. Es hört sich grundsätzlich natürlich nicht schlecht an. Verbrecherin verdient man nicht viel mit. Ich muss aber dazu sagen, ich habe schon ein anderes Let's Play gestartet. Und zwar ist das Bonnie und Clyde Let's Play. Ich habe noch nichts davon hochgeladen, aber da dürft ihr auch gespannt drauf sein, weil das nämlich nur um diese Verbrecherkarriere geht. Und es soll wirklich von einem normalen, ja, ganz gut aussehenden Durchschnittshaus sollen die sich während des Let's Plays hocharbeiten bis in eine Villa. Und das kann natürlich unter Umständen sehr lange dauern. Aber ich bin echt gespannt, was man da so als Verbrecher alles für Karrieren einschlagen kann. Das wäre gut. 33 Simoleon die Stunde. Geht 4 Stunden arbeiten. Entweder morgens oder abends. Dann würde ich sagen, dass sie dann auch morgens arbeiten geht.
Weil das ist. Handarbeiterin. Ja gut, das würde vielleicht auch noch passen. Aber das ist ganz gut, weil dann ist sie nur 4 Stunden weg und verdient aber trotzdem gut. Ja, dann würde ich sagen, musst du jetzt Karrierefrau werden und musst dich im Einzelhandel bewerben. Sie beginnt am Samstag. Oh Gott, am Samstag. Ach so, in 2 Tagen. Ja klar. Wieso 2 Tage? Wir haben heute Freitag. Leute, könnt ihr nicht rechnen. So, zum Essen rufen. Er darf auch gerne noch was mitessen. Was machst du denn da schon wieder? Willst du hier alles sauber machen? Oh nein, 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 nein. Das musst du jetzt aufräumen. Nee, nee. Oh Nee, das würde boy. ich nicht mehr essen. Tu's weg. Tu's weg. Genau. Ich habe eigentlich gedacht, das würde noch gehen, aber es geht offensichtlich doch nicht mehr. So, du wolltest, glaube ich, gerade etwas lesen. Kann das sein? Moment. Nee, nicht etwas lesen. Nicht angeln. Gitarre, genau. Der Herr der Schaukel. Ich glaube, es hackt, Junge. Den legst du mal ganz schnell wieder weg. Hallo. Du sollst... Ah, geht doch. Ich wollte gerade sagen, du sollst das mit der Gitarre lesen. Vielleicht kannst du dein Spiel dadurch nämlich nochmal verbessern. So, ihre Energie geht auch langsam mal zur Neige hier. Also zur Neige ist relativ. Sie ist ja noch halb voll. Er ist noch auf der Arbeit. Steht da auch drin, wie lange? Nee, steht nicht drin, wie lange. Sie könnte sich jetzt rein theoretisch nochmal mit den Geistern anfreunden, aber sie hat irgendwie so gar keine richtige Energie mehr. Also würde ich sagen, dass wir sie erstmal hinlegen und dass wir das Ganze dann ein bisschen weiterspielen, beziehungsweise spulen.